Bündnis 90 Die Grünen, Canan Bayram. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über das eine oder andere in dieser Debatte habe ich mich gewundert. Und ich fange mal an mit der Justizsenatorin aus Berlin. Und da muss ich wirklich sagen, ich wundere mich, dass Sie fast identisch die Rede gehalten haben, die Sie schon im Bundesrat gehalten haben. Da war ich zugegen und habe mich gefragt, was eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist. Und das haben Sie selbst mit Ihrer Rede vorgeführt. Aber Sie sind ja noch nicht so lange in der Berliner Landespolitik. Und deswegen ist Ihnen wahrscheinlich entgangen, dass in Berliner Schulen aufgrund des Umstandes früher das Cannabis eben nicht legal war, Kinder und Jugendliche nicht über die Gefahren von Cannabis aufgeklärt werden konnten. Und da stellt sich natürlich die Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es denn wirklich der bessere Gesundheitsschutz? Ist es der bessere Jugendschutz, über ein Thema nicht zu reden, nicht zu bilden, die Menschen nicht zu informieren? Und da kann ich sagen, wir von der Ex-Ampel, die wir heute zu dem Thema reden, sagen halt, es ist besser, die Menschen zu informieren, damit sie die Gelegenheit haben, einen vernünftigen Umgang mit Cannabis zu pflegen. Und genau darum ging es doch mit diesem Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Wir brauchen doch Gesundheitsschutz. Und dem Gesundheitsschutz, und da sind wir uns doch wahrscheinlich, bis auf die, die da jetzt brüllen von der AfD, sind wir uns unter Demokraten doch auch einig, dass informiert sein schützt. Und informiert sein, meine Damen und Herren, schützt auch, wenn wir wissen, was drin ist. Wenn ich die Frau Beer sehe, wie sie in Bayern mit ihrem Maß, nennt man das bei Ihnen, glaube ich, sich feiert. Man sieht aber diese Fotos, auf denen Sie mit dem Maß Bier sind, dann gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wie hoch der Alkoholgehalt in diesem Glas ist. Und nichts anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich mir auch für Cannabiskonsumentinnen, dass die wissen, wie hoch der THC-Wert ist, dass die wissen, wie weit sie sich berauschen, wenn sie sich berauschen, meine Damen und Herren. Und es wird Sie nicht wundern, dass ich als Abgeordnete aus Friedrichshain-Kreuzberg für mich in Anspruch nehme, mich auszukennen bei dem Umstand, wann und wie sich Menschen berauschen wollen, weil das in meinem Wahlkreis häufig stattfindet. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, der Eindruck, den die Justizsenatorin aus Berlin und auch meine sehr geschätzte Kollegin hier aus dem Deutschen Bundestag heraufbeschworen hat, die Illusion, die organisierte Kriminalität, und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa grenzüberschreitend, wird sich verbessern, wenn das Cannabisgesetz wieder rückgängig gemacht wird. Das hat heute Morgen tatsächlich mich nicht nur verwundert, weil es ist eine Illusion. Wir werden die organisierte Kriminalität weder in Nordrhein-Westfalen, und ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen, werden wir weder wirksam bekämpfen, indem wir Cannabiskonsumentinnen wieder kriminalisieren, noch, und das hat die Justizsenatorin hier auch vorgeführt, hat die Union ein Konzept, wie sie denn die organisierte Kriminalität bekämpfen will. Meine Damen und Herren, ich bin im Europa, Unterausschuss Europarecht. Dort reden wir über grenzüberschreitende Kriminalität. Und dafür haben wir in Europa Maßnahmen. Das Phänomen in Nordrhein-Westfalen, das ist Banden gibt, dass es organisierte Mafiabanden gibt, die nicht an der deutschen Grenze Halt machen, sondern über die Grenze hinaus eine Gefahr für uns darstellen, ist ein Problem.
Dem müssen wir aber kriminalpolitisch wirksam entgegenwirken und nicht mit lauen Reden über Cannabiskonsumgesetze Rückabwicklung, meine Damen und Herren. Dann wird es auch was mit einer potenziellen Suche nach Koalitionspartnern, liebe Union. So, jetzt hat als Nächste das Wort für die Gruppe Die Linke Janine Wissler.